Ich bin hier auf der Holzhandwerk direkt in Nürnberg und hinter mir seht ihr schon das Messegebäude. Ich bin hier eigentlich beruflich, habe jetzt aber eine Mittagspause mal genutzt, um hier mal ein bisschen durchzugehen. Und ja, ich möchte es nicht machen wie andere Kanäle, euch zu zeigen, was ihr alles erleben könnt. Da könnt ihr selber hinfahren, sondern ich werde mal versuchen, ein paar Leute zu treffen, die ihr vielleicht auch aus anderen Videos kennt. Zum Beispiel den netten Herrn von ENT aus Let's Bastels Episode dazu und solcherlei gestalten. Ich versuche mal einzufangen hier. Ansonsten ist es für alle, die nicht wissen, was die Holzhandwerk ist. Es ist eine Handwerksmesse mit viel Werkzeug, mit viel Holzbearbeitungstechniken und Schreinern und Meistern und Zunftkleidung und was man nicht alles erwarten kann. Wir tauchen ein und dann ab die Luzi in die laute Sägehalle, beziehungsweise Messehalle, aber die sägen überall, das ist richtig laut. Sogar einen eigenen Taxi-Service. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen über die Messe hier. Peter, machst du das bitte ordentlich? Der absolute Wahnsinn hier. Das war ein Leben, wenn man Leute kennt. Peter, wer bringt die Kinder? Der Storch oder Makita? Ja, Makita neuerdings. Storch ist ein Kleckers. Ihr seht schon hinter mir, hier in der Halle 12 sind die ganzen großen Maschinen, aber die produzieren eine Lautstärke. Es war fast unmöglich, die Interviews zu kriegen hier. Es ist brutal, es stresst auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Aber alles in allem sehenswert. Viele große Geräte dabei, alle Marken, die man kennt, die man ja auch selber benutzt. Und in diesem Sinne für mich erstmal eine schöne Erfahrung zu wissen, okay, es gibt eine Messe, wo nicht nur viele YouTuber rumlaufen, die ihr gesehen habt gerade, sondern wo man eben auch mal tief in ein Thema eintauchen kann. Also wer A, Kontakte sucht oder eben B, die ganzen Sachen mal ausprobieren möchte, weil beim Händler ist das ja heutzutage nicht immer möglich, dem empfehle ich wirklich mal herzukommen, mal vorbeizuschauen. Ich begebe mich jetzt wieder ins Getümmel hier rein und schau mal, dass ich noch ein paar interessante Interviewpartner für euch bekomme. Und ja, schauen wir mal. Auf geht's. Und um nur mal zu verdeutlichen, wie laut das ist, gehen wir jetzt einfach mal in die Halle rein.